Willkommen zurück bei Wildlands. Heute hört ihr mich wieder. Leider ist mir die letzten vier Folgen ein kleines Debakel unterlaufen. Mein Standardmikrofon wurde gewechselt nach dem Creators Update von Windows. Daher war mein Kommentar nicht zu hören, aber der Spielsound war da. Ich habe das leider erst nach dem Hochladen gemerkt. Ja, aber ich hoffe, das geht heute wieder. Wir machen heute hier ist die jetzt schon tot, leider. Ich habe die aus Versehen mal weggesnipert. Das war keine Absicht. Ich werde den Einsatz aber jetzt wiederholen, weil die Bosse wollte ich ja aufnehmen. Die ist hier. Und wir hören uns mal an, was die Alte zu sagen hat, und dann schauen wir uns noch das Video an. Madre Coca sagt, dass sie wegen Salazar verhandeln will. Die alte Schlampe klingt verzweifelt. Vielleicht können wir sie ja gegen El Sueño aufbringen. Sie müssen sie nur überzeugen. Okay, das ist jetzt falscher Knopf. Da. Jetzt schauen wir uns noch das Video dazu an. Ruperta Faro, Madre Coca. Früher wurde in Tabacal Kaffee angebaut, aber die Kartelle haben den Wechsel auf Coca forciert. Viel profitabler. Um mit Kaffee das gleiche Geld zu machen wie mit Coca, müsste man sich in Cafés die Böhnchen kiloweise durch die Nase ziehen. Madre Coca wuchs als Raspachina auf, als Coca-Pflückerin. Auf illegalen Coca-Farmen gibt es kein Gesetz gegen Kinderarbeit. Es war eine einzige brutale Tortur. Sie hatte einen Sohn, dem es einmal besser gehen sollte. Pech gehabt. Pablo starb an einer Überdosis. Wie kommt eine Mutter damit klar, das Produkt anzubauen, das ihr Kind getötet hat? Den meisten öffnet es die Augen und sie ändern ihr Leben. Für Madre Coca war es genau das Gegenteil. Sie ließ ihre Wut an den Leuten in Tabacal aus, zwang ihnen die Entbehrungen auf, die sie selbst erlebt hatte. Und wie jeder Tyrann expandierte sie ihr Reich. Das brachte die Leute gegen sie auf. Kein Problem. Mit El Jajos Rückhalt wurde sie eine mächtige Frau im Kartell. Und die Menschen lernten ihre Lektion. Leg dich nicht mit Mama an. Ja, aber genau das machen wir jetzt. Wo ist jetzt wieder hin? Da fliegen wir jetzt hin und werden sie wegblasen. Beziehungsweise, ja, werden wir. Habe ich ja schon mal gemacht. Leider aus Versehen. Da hat es irgendwie das Event gestartet, als ich in der Nähe eine Waffenkiste oder sowas wollte ich da einsammeln. Und ja. Leider ging das dann gleich los. Irgendwelchen Rebellen treffen? What the fuck? Bowman, wir nähern uns jetzt dem Treffpunkt. Gut, die Rebellen warten. Folgen Sie ihnen und sie bringen sie zu Madre Coca. Ach so. Okay. Brauche ich aber erstmal ein Auto, oder? Ja, das war aber letztes Mal anders. Okay, na egal. Moin, Jungs. Seid ihr Essos Junkies? Genau. Los, folgt uns. Die sind aber nett. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Na dann. Hinterher. Letztes Mal. Ich rede mit ihr. Nenne Madre Coca die Bedingungen, sehe, wie sie reagiert. Ihr bleibt im Hintergrund. Das gefällt mir nicht. Wenn das eine Falle ist, bist du abgeschnitten. Wir kommen nie rechtzeitig hin. Mann, Ho, du klingst wie meine Mutter. War deine Mutter bei vielen Geiselverhandlungen dabei, Boss? Hör zu. Madre Coca hat nicht mehr Grund, uns zu vertrauen, als wir ihr. Wenn ich mit dem ganzen Team anrücke, platzt der Deal. Also spielen wir fair, bis sich die Lage ändert. Verstanden? Wie du willst, Boss. Ich halte dir den Rücken frei.
Ja, Mann, genau darauf zähle ich. Okay, letztes Mal war das anders. Da war ich aus Versehen schon hier oben. Wir nähern uns dem Treffpunkt. Bleibt cool, wir wollen reden. Aber wenn die anfangen rumzuballern, dann mäht die Wichser nieder. Falls sie uns reinlegt, sollte ihr erster Schuss sitzen. Wenn ich schwöre, einen zweiten kriegt sie nicht. Einverstanden. Oh, oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Letztes Mal ist es anders gelaufen, da war ich aus Versehen schon. Die schießen ja sofort. Aua. Verfickte Scheiße. Die wissen von uns. Ich würde mal gern wissen. Boah, hinter mir auch, ey. Scheiße. Letztes Mal saß ich oben auf dem Hügel, war am Snipern und dann hat sich das Event alleine ausgelöst. Deswegen habe ich jetzt keine Ahnung gehabt, was hier unten abgeht. Oh, die ist schon tot. Dann rufe ich mal Verstärkung. Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Verstanden. Ein Team nähert sich eurer Position. Die sind ja schon fast alle tot, glaube ich. Bisschen aufklären. Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Übertragen feindliche Positionen. Naja, wo liegt denn die Alte jetzt rum? Die ist ja schon tot. Schaltet sie aus! Hinten sind auf jeden Fall noch ein paar. Au! Scheiße, wenn die nicht getaggt sind. Sind die immer so schlecht, die Typen? Irgendwo mal ein Hubschrauber? Gute Arbeit, Tabakal. Der Tod von Madre Kuka und ihrem Statthalter hat ihre Organisation ins Chaos gestürzt und ermöglicht es den Kukaneros, ihre Unabhängigkeit zu erklären. Gibt's einen Aufstand? Sie sind schon dabei. Madre Kukas Unterstützer hätten etwas dagegen unternehmen können, aber sie haben das verhindert. Santa Blanca hat gerade seinen Haupt-Kuka-Lieferanten mitsamt Vorräten verloren. Das wird ihre Produktion lahmlegen. Verstanden. Danke für die guten Nachrichten. Wir ziehen weiter. Nomad Ende. Okay, das war Madre Kuka schon. Ich habe sie zwar nicht gesehen, irgendwelche Rebellen haben die wohl umgenietet da hinten. Aber egal. So, gibt's jetzt hier noch was einzusammeln? Irgendwelche Vorräte sind hier markiert auf jeden Fall. Die ich nicht finde. Vielleicht sind die auch hier unten. Ach, da sind die. Alles klar. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. So, jetzt gucken wir auf die Map. Das war Madre Kuka. Also hier oben sieht schon mal ganz gut aus. Wir haben bis jetzt ganz gut aufgeräumt schon. Die alte könnten wir machen. Die ist hier oben in der Nähe, glaube ich. Hier drüben. Ja, das ist die. Da werde ich mich mal dahin safehausen. Sozusagen. Und dann hören wir uns gleich den Einsatz an. Und gucken das Video. Mal sehen, was da abgeht. Was ist hier los? Steht Vorräte beim Safehouse. Geil. Guck mal her. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. So. Sven, ihr vertraut La Santera nicht mehr und will sie töten. Wir müssen sie zuerst erwischen und ihr einen Ausweg anbieten. Das heißt, gefangen nehmen.
Die sollen wir gefangen nehmen. Wir gucken uns mal das Video an. La Santera. Es una chica loca. Die Braut ist völlig durchgedreht. Früher war sie brav, eine gute Katholikin. Bis sie Santa Muerte fand. Die Knochenlady. Und all in ging. Wenn El Cardenal die wohltätige Seite von Santa Muerte ist, ist La Santera die hedonistische. Des Kartells perverse Version des Heiligen. El Sueño erkennt einen Star, wenn er ihn sieht. Also hat er sie verpflichtet. Prediger Mami. Was gut ist für Santa Muerte, ist gut für Santa Blanca. Er hat ihr in Espiritu Santo sogar ein Heiligtum gebaut. La Santera soll im Kartell für Loyalität sorgen. Je mehr Kartellmitglieder leisten, desto mehr bietet ihnen Santa Muerte. Santa Muerte soll dich vor Kugeln schützen? Schmuggle 200 Kilo. Du willst den Segen ewigen Blutstamms. Wirb 5 von deinen Cousins für Santa Blanca an. Du willst in den Himmel? Töte 10 Feinde. Es ist wie ein Ranking für Arschlöcher. Je mehr du für das Kartell tust, desto mehr tut die Heilige des Todes für dich. Wahre Belohnung für wahre Gläubige. Und glauben Sie mir, La Santera ist eine wahre Gläubige. Also total krank, die Alte. Und die sollen wir jetzt auch noch retten vor El Sueño. Aber die könnte ja Infos haben. So, ich hoffe, hier steht ein Hubschrauber rum. Da steht einer. Zack. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Ja, ja. Du hättest mich fahren lassen sollen. Ja, wir fahren ja auch. Dummschwätzer. Oh, da kommt ein Dings. Ein Heli. Piss dich. Kein Bock auf Dings. Oh nein. Hab ich keinen Bock auf, wie heißen die? Diese lila Affen. Unidad-Typen, genau so heißen die. Ah, hier bin ich schon. 300 Meter. Möchte ungern gesehen werden vorher. Warum steht eine Statue rum? Kann ich da landen? Oder bin ich da schon zu nah? Ich lande mal hier. Muss ich die leise befreien? Das steht da nicht. Okay, dann ist das egal. Ich hole erstmal die Drohne raus. Oh nein. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Och Kacke. Ich will nicht gejammt werden. Mach erstmal hier so. Hat das nicht geklappt? Aufklärung hier. Irgendwo sind Typen. Gebeten, die Gegend aufzuklären. Muss mal um mich rum ein bisschen, nicht, dass die mich sofort sehen. Wie viele laufen denn hier auf einem Haufen rum? Sie sind ja so klein, ich sehe den gar nicht. Ziel eliminiert. Gut. Ach, jetzt haben die wieder so ein Drohnenstörgerät. Das passt mir immer gar nicht. Und wie lange hat denn der Abklingzeit noch? 20 Sekunden. Simultanschuss hat gleich wieder fertig. Ich würde gerne erstmal von hier oben schauen. Was denn hier unten so abgeht?
Hab ein drittes Ziel. Oh, da ist die. Die müssen auf jeden Fall auch weg, die Jungs. So, jetzt decken wir erstmal ein bisschen was auf hier noch. Hab die Rebellen gebeten. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. Okay, alles aufgedeckt so ziemlich. Die müssen auf jeden Fall noch weg, die Jungs. Verstanden, unterwegs. Roger, Ziel markiert. Der Tango ist hin. Nein, das ist ein Sniper. Oh, den habe ich fast nicht gesehen. Wo ist er denn? Im Haus? Ich sehe den Spasti nicht. So viel rennen hier aber gar nicht rum. Es geht eigentlich. Dafür steht der Scheiße da unten. Muss man sehen, wie ich das mache. Ich würde ja am liebsten erstmal die zwei da wegknallen, da hinten. Die Patrouille. Geh in Position. Hab das Ziel. Greife Tangos an. Er ist erledigt. Okay, es ist alles gut. Sehr schön. So viel steht hier gar nicht rum. Ich dachte, das ist viel stärker bewacht. Gibt's denn hier einen Alarm? Das kommt mir irgendwie so spanisch vor hier. So voll wenig Typen. Vorne sind noch welche, hm? Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ah ja. Ah. Sieh mal einer, guck. Hätte ich durch das ganze Lager durchgemusst, dann wäre das jetzt blöd gewesen. Was sind die denn? Latschen die denn rum? Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Ich hasse Alarm. Den Sniper treffe ich auch nicht. Der Sniper ist da richtig blöd auf dem Turm. Wie weit ist denn der Weg? 200. Ah, jetzt geht er hier hin. Ah. Sehr gut. Wo ist denn der Alarm? Toll, das Ding ist da drüben. Scheiße. Nicht getroffen. Den Kasten muss ich kaputt schießen von dem Alarm. Und der ist auf der anderen Seite. Dass die mich sehen. Nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Sehr schön. Sehe ich immer noch nicht. Setzt nicht so gut. Sehr eingeschätzt, Tom. Ziel erfasst. Tango ist tot. Jetzt muss ich mich beeilen, glaube ich. Ich muss die nämlich bestimmt hier rausbringen. Und ich mache die keinen Aufstand. Hau ich ihr in die Fresse. Pinches puñeteros. Mega santa muerte de quien de jener die mis hassen bis in die dritte und vierte Generation strafen. Wir haben die Fresse. Sie herzubringen, eine Schande, sie jetzt zu retten. Déjeme ir, por favor. Déjenos en paz. Was will er? Ja, wir gehen jetzt erstmal hier drüben hin. ¿Qué pasa? Ja, halt's Maul, Alter. Ich brauche ein Auto.
Oder ein Heli. Ah, nee, wir haben ein Heli. Haha. Komm mal mit. Ganz cool bleiben, Lady. Du wärst schon längst tot. Déjenos en paz. So. Kann ich dich hier irgendwie verstauen, Alter? Ah, hier. Rein da. Geiles Blumenkränzchen hast du übrigens auf der Birne. Ich fliege. Hoffentlich schießen die mich jetzt nicht mit Raketen. Das wäre Fail. Ich will aber auch nicht unbedingt so direkt. So direkt drüber. Wenn ihr zu glauben, zu verstehen beginnt, wird es zu spät für euch sein. Ja. Ihr glaubt, dass Waffen euch Macht über den Tod geben. Aber niemand hat Macht über Santa Muerte. Und der Tod soll nicht herrschen. Que? Que dijiste, Idiota? Oh, scheiße, hier ist Unidad. Lass mich gehen, Estúpidos. Aquí yo soy el poder. Ich habe Kräfte, die ihr noch nie gesehen habt. Wir wollen nur dein Leben retten. Santa Muerte wird euch und eure Nachkommen vom Erdboden vertilgen. Sorg dich um deine Nachkommen. Santa Muerte hat dich verlassen, Bruja. Oh, die Folge ist eigentlich schon wieder rum, aber ich werde dir jetzt noch abliefern, damit wir das in einer Folge abgeschlossen haben jetzt. Wo sind wir denn? Da hinten ist bestimmt ein Safehouse. Hoffe ich zumindest. Sammelpunkt voraus. Nein! Nein! Santa Muerte, warum hast du mich verlassen? Weil du eine dreckige Lügnerin bist. Anstatt Santa Muerte zu verehren, wolltest du sie ausnutzen. Santa Muerte ist jetzt wohl auf unserer Seite, Bitch. Nein. Gott und Santa Muerte stellen meinen Glauben auf die Probe. So wie Gold durch Feuer geprüft und gereinigt. Da steht ein Auto. Ah. Santissima Muerte. Wenn mein Herz beschwert ist, dann führe mich zu dem Fels, der größer ist als ich. Jetzt halt die Backen, Alte. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie die aussieht. Naja. Werden wir gleich im Video sehen. Let's go! Santissima Muerte ist mein Fels. Meine Feste, mein Erlöser. Nimm mich in die Arme, beschütz mich vor Stürmen und bring deinen Zorn über meine Feinde. Wir kennen ihren Zorn, Santera. Ganz ehrlich, nicht beeindruckend. Ich habe nichts verbrochen. Santa Muerte ist mein Licht und mein Weg. Sie zu verehren ist nicht ungesetzlich. Nein, aber das Anwerben von Menschen in eine kriminelle Organisation schon. Über mich richten nur Gott und Santissima Muerte. Vielleicht im nächsten Leben. Sie wollen Absolution? Was wissen Sie über Sueño? Ich bin doch kein Judas. No te equivoques, niemals werde ich Bruder Sueño verraten. Nun, Menschen wie Sie behandelt man im Knast nicht gerade nett. Die werden Ihnen das Leben zur Hölle machen. Der Glaube lässt mich die Hölle überstehen. Hoffen wir, Ihr Glaube reicht. Denn Sie kennen noch nicht meine Hölle. Nomad, gute Arbeit in Espiritu Santo. Ist bekannt, wie die Sicarios reagieren? Sie fluchen, schreien und weinen. Das, was die ISL so abgefangen hat, deutet darauf hin, dass die Moral des Kartells echt am Boden ist. Tja, machen Sie weiter so. Bombenende. Wir machen weiter, aber erst in der nächsten Folge. Bis dann!